In einer Zeit voller Grauen, in der die Welt alle Hoffnung verlor, wird ein Junge zum König und sein Name zur Legende. Stronghold Legends. Oh, oh mein Gott, oh mein Willkommen, Gott. Herr. Schrei mich doch nicht so an, Junge. Oder Drache. Oder was auch immer du sein willst. Schlange, keine Ahnung. Hui, da bin ich aber erstmal ganz krass erschrocken. Und damit herzlich willkommen zu Stronghold Legends. Das war mein zweitliebstes Stronghold. Das erste war Stronghold Crusader, was ich durchgesuchtet habe bis zum geht nicht mehr. Und das... Ja, ist gut, Junge. Ich entscheide mich gleich. Ich laber gar nicht mehr so lange. Sonst spuckst du noch Feuer, dann bin ich ganz schnell weg, weil verbranntes Fell will ich jetzt auch nicht haben. Das war das zweite Stronghold, was ich so abgöttisch geliebt habe. Und deswegen würde ich einfach sagen, ich schaue mir dieses Spiel mit euch zusammen ein bisschen an und mal schauen, was mich so inspiriert, im Video festzuhalten. Ich gehe jetzt einfach mal auf Einzelspieler. Ich habe dieses Spiel schon lange nicht mehr gespielt und deswegen weiß ich auch nicht mehr, was alles so passiert. Aha. Legendenkampagne kenne ich. Legendenpfad. Eigenes Gefecht. Benutzerkarte. Oder Lehrstunde. Eigenes Gefecht? Ah, cool. Ja, das ist im Prinzip wie bei Stronghold Crusader. Man kann sich sein eigenes Gefecht erstellen. Dann nehme ich doch einfach mal einen Computergegner. Oh, was gibt's denn da alles? Artus? Dann irgendein Prinz? Ein dunkler Fürst? Sir Lancelot? Siegfried und Mordred, wer auch immer das sein soll. Warte mal, ich schaue mir mal die Karten an. Was auf jeden Fall direkt auffällt und an was ich mich auch noch irgendwie erinnern kann, es gibt Ländereien, die man einnehmen kann, die dann einfach Ressourcen zu dir liefern und auf denen ist kein eigener Lord, soweit ich mich erinnere. Die Schlange, das ist eine geile Map, weil da dauert es ewig, bis die Soldaten bei dir sind. Ich glaube, ich nehme so eine Map, wo der Gegner relativ weit weg ist. Und dann kann ich auch schön entspannt mich aufstellen, weil ich, wie gesagt, ich bin nicht mehr ganz so sicher in diesem Spiel. Aber ich kann hier aussuchen, was bin ich denn? Bin ich Eis, Hölle oder, ja, Artus, also ein Ritter der Tafelrunde? Ich glaube, ich probiere einfach mal alle aus. Aber wen nehme ich denn als Gegner? Soll ich einfach Artus nehmen? Artus gegen Artus ist langweilig, oder? Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass die Eis sind, die Hölle und die Ritter. Ich glaube, so ist das. Naja, dann nehme ich einfach mal den Prinzen als Gegner. Ja, der ist Eis. Und ich kämpfe jetzt erstmal als Ritter der Tafelrunde. Nur irgendwie kann ich hier sonst nichts einstellen. Gut, ich kann den auf meine Seite, also in mein Team holen. Ah, hier kann ich Startgold und so eingeben. Boah, nehmen wir ein Standardspiel. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr. Gut, gehen wir doch einfach mal auf Spiel starten. Ihr schauen uns die Map an. Platzieren, Herr. Ja, okay. Oh, ist das riesig. Platziert euren Kopf. Hier ist es kalt. Der hat jetzt aber auch noch keine besonderen Soldaten. Es ist nur alles ultra weiß. Oh, da werde ich richtig geblendet. Ich kann hier verschiedene Sachen, zum Beispiel ein Baumeistergebilde. Ich glaube, ein Baumeistergebilde ist, dass ich Sachen verkaufen kann, oder? Meine Güte, sind diese Gebäude hier groß. Ach nein, da bekomme ich Baumeister. Oh. Gut, da habe ich mich vertan. Die Tafelrunde. Ich erinnere mich, durch die Tafelrunde kann ich mir dann irgendwie Ritter holen, die richtig krass sind. Ach, das ist der Markt. Und ich habe mein ganzes Geld rausgeworfen. Ah! Habe ich hier irgendwo Bäume? Da unten habe ich Bäume. Wie kann ich die Karte nochmal... Ah, so kann ich drehen. Was sind das? Steine oder so? Hier erstmal so eine schöne Holzfällerhütte. Okay, und hier kann ich Eisen. Kann ich hier auch Stein? Nein, das ist eine Eisenmine. Okay, machen wir doch einfach mal hier eine hin. Ich hoffe, der schießt mich nicht ab von da drüben. Ich hoffe, der kann nicht über Wasser laufen. Das wäre richtig schlecht. Ah, und hier ist Stein. Aber ich habe kein Holz mehr. Ach, das muss ich einnehmen oder so. Soll ich einfach mal mit meinen Pferdetruppen... Warum steht hier unten 2 und ich sehe hier 4? Reiten wir! Ach, das sind nur 2. Das ist einmal das Pferd und einmal der Ritter. Ah.
Dann nehmen wir uns noch die da mit. Oh. Oh, das muss ich vielleicht eventuell zensieren. Kann ich das dann einfach so einnehmen? Ach, guck mal, da oben läuft eine Zahl runter. Ich glaube, dann habe ich es, oder? Warte. Jetzt ist es mir, glaube ich. Dann nehmen wir doch einfach noch das da ein. Ich sehe es zwar nicht richtig. Also dieses Weiß ist einfach so mega übertrieben krass. Da habe ich gar keine Lust, selbst als Eiskönig unterwegs zu sein. Könnte nämlich echt wehtun in den Augen. Kann ich eigentlich überall... Ah, guck mal, ich sehe, wo meine Grenzen sind. So, jetzt erstmal in diese Ansicht. Und dann bauen wir doch hier eine schöne Mauer. Das könnt ihr nicht tun, my lord. Wieso kann ich das nicht tun? Ach, weil ich keinen Stein mehr habe. Ah, okay. Und ich kann auch keinen Markt kaufen und, ja. Ich kann sogar ohne Markt kaufen? Hä? Muss ich das verstehen? Für was brauche ich dann überhaupt einen Markt? Ich hole mir trotzdem mal. Man weiß ja nie. Was machst du denn? Ach, bei dem kann man automatisch kaufen, an- oder ausmachen. Cool. Was ist das da? Ich glaube, das war so eine Fähigkeit, oder? Ah, und hier ist für Krone so ein Fischstand, oder? Ja, wo ist das Wasser? Das ist einfach nur ein Loch. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Wie bitte, was? Die Vorräte im Kornspeicher sind sehr gering, Sire. Das hat doch ewig gereicht, oder nicht? Die Vorräte im Kornspeicher sind sehr gering, Sire. Das war doch, da war doch genug. Warum war das auf einmal so weg? Wie schnell vergehen denn hier die Monate? Was hat denn der da? Schickes, glänzendes. Das Käse sein? Ich finde, hier sind viele Sachen einfach total überbelichtet. Wir sind geschützt und jetzt brauchen wir noch ein Tor. Also erstens passt das hier nicht hin. Und zweitens habe ich keinen Stein mehr. Schade. Jetzt habe ich aber genug Stein und dann kann ich hier das Tor hinmachen. Schön. Jetzt sollten wir doch eigentlich geschützt sein. Kann man die Bogenschützen noch hier hoch machen? Hä? Können die durch das Tor nicht hoch? Schade. Gut, meine Burg ist geschützt. Nein, nicht wirklich geschützt, also nicht gut geschützt, aber es ist zumindest etwas Schutz da. Muss ich jetzt dich abreißen? Ist der jetzt verbunden? Ich hoffe es doch. Eine Drachenharpune, ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Wenn der wirklich, Hexen hat, dann wäre die schon richtig gut. Die Tafelrunde, die wollte ich doch bauen. Ah, Mist. Vergessen. Was ist denn das hier? Oh. Eine Fähigkeit oder so? Da sind nochmal 4 Berittene dazugekommen. Galoppiert! Cool. Verschwinden die auch nach einer Zeit? Weil die leuchten so komisch. Der hat schon Armbrustschützen. Den einzunehmen könnte schwierig werden. Aber er greift mich auch nicht an. Ich kann den Drachen holen! Ja, auf! Direkt geholt! Nur wo ist der? Da oben ist ein Ei. Muss ich warten, bis das geschlüpft ist oder was? Merlin? Lancelot? Irgendeiner? Noch einer? Und noch 3. Der schwarze Magier mit eiskaltem Blick. Warte. Da stimmt was nicht. Für die Ritter der Tafelrunde brauche ich noch einiges an Kronen und an Geld. Oh. Das wird ordentlich Schaden machen. Der macht irgendwie gar nichts. Der greift nicht an. Der baut seine Burg. Sonst macht er nichts. Wenn ich einen Drachen habe, dann greife ich den natürlich direkt an damit. Ein Drache, hallo? Der kann ja einfach über Wasser fliegen und dann einfach ihn verbrennen. Was gewinnt? Feuer oder Eis? Natürlich Feuer. Was kann ich mir denn da holen? Die ganz normalen Soldaten? Schade. Ich dachte, ich kann mir noch richtig krasse Sachen holen. Da oben ist ein Ei drauf. Soll ich den schlüpfen lassen? Ich denke mal, wenn ich da draufklicke, schlüpft er, oder? Wow. Krass. So, und jetzt greifst du einfach doch mal hier an. Der kann wirklich über Wasser fliegen. Sire, ihr seid der größte Burgherr.
Unsere Truppen werden angegriffen. Der kann Feuer spucken. Nein, doch. Greif an. Oha, der geht ja richtig schnell down. Komm, steck noch alles in Brand. Okay, der war jetzt richtig schnell down. Also mega schnell. Und was ist das für eine Keule? Das sieht nach einem Riesen aus. Das könnte natürlich böse enden. Ich hol mir noch einen Drachen. Eine Nachricht von Dietrich. Sieht aus, als seien wir in Schwierigkeiten. Warum? Feuer ist auf der Burg ausgebrochen und da uns Brunnen fehlen, wird es wohl außer Kontrolle geraten. Oh Gott, ich brauche Brunnen. Ah! Hier, schnell ein Brunnen. Und noch einer. Ach, guck mal, da brennt's. Und oh, der brennt ja auch. Oh Gott, und da brennt's auch. Also, ja, auf, schnell, löschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Renn schneller, Junge. Da brennt ja schon alles. Da werden einfach Gebäude von mir zerstört. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay, das Feuer ist wieder unter Kontrolle, nur ich weiß immer noch nicht, was hier war. Gut, die Tafelrunde ist jetzt vereint. Und auch ein Drache ist dabei. Dann sollte ich doch nach und nach in den Krieg ziehen. Ich habe zwar fast keine Truppen, aber ich habe die ganze Tafelrunde. Was soll mir da noch entgegenkommen? Wie viele Soldaten und Truppen hat denn der? Kann ich das denn irgendwo sehen? Ich kann das einfach nicht sehen. Seltsam. Soll ich meinen Burgherrn auch mit in den Krieg ziehen lassen? Ist das so sinnvoll? Ich bin mir nicht sicher. Also es sieht so aus, das ist eine Blitzattacke. Das ist Kampfdamage plus. Das ist Verteidigung, das ist Heilung, das ist ich sehe was, was du nicht siehst. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht noch Unterstützung. Das ist auch noch irgendwas anderes. Und da spawnen ja, das haben wir ausprobiert, noch so extra Ritter. Und der Drache. Sonst kann ich bei der Tafelrunde nichts mehr machen. Schade. Ich ziehe jetzt einfach in den Krieg. Was soll der Geiz? Warte noch, bis die da sind. Meine Soldaten des Lichts. Dann bin ich gespannt, ob, naja, ob mein Burgherr sterben darf oder nicht. Der hat wirklich so einen Topfschnitt. Wie er auch auf dem Bild hat. Der sieht so lustig aus. Ich müsste das Tor kaputt machen, aber dafür habe ich definitiv nicht genug Soldaten, oder? Können wir nicht einfach verhandeln? Wir sind doch alles Freunde, oder nicht? Schutzparole. Und Angriffsparole. Und ich sehe was, was du nicht siehst. Was auch immer das bringt. Und vielleicht noch Truppen. Ach, da kommen noch weitere Truppen. Ups. Vielleicht ist das so ein Buff, dass das einfach so richtig heftig angegriffen wird. So BÄM. Ach, die greifen schon an. Ja, okay. So, die Bogenschützen hier in Stellung. Bogenschützen unterwegs. Und die Armbrustschützen dann auch schnell mit. Dann kommt jetzt der Drache. Angriff, Drache, du schaffst das. Und die anderen, Angriff. Ich würde aber sagen, das war's mit diesem kleinen Einblick. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, habt einen schönen Abend. Cheerio.